Und schon geht's los, meine Lieben. Für den Brotteig vermischt ihr zunächst das Mehl mit dem Salz in einer Rührschüssel. In einer weiteren Schüssel vermischt ihr die lauwarme Milch mit dem Zucker und der Hefe. Achtet darauf, dass die flüssigen Zutaten, also die Milch und das Wasser, nicht zu heiß sind, denn das kann euch die Hefe abtöten. Fügt das Wasser hinzu und gebt anschließend die flüssigen Zutaten zu den trockenen zusammen mit der geschmolzenen Butter. Ich lasse meine Maschine inklusive Knetaufsatz etwa 5 bis 8 Minuten lang kneten. So sollte der Teig aussehen, wenn er fertig ist. Er ist kompakt, aber auch ein bisschen feucht. Knetet ihn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch ein bisschen durch, bis er nicht mehr klebt und gebt ihn in eine befettete Schüssel zum Gehen. Ich decke die Schüssel immer mit etwas Frischhaltefolie und einem Küchentuch ab, denn so kann ich sicher gehen, dass der Teig nicht austrocknet und er es innen schön warm hat. Dann bereitet ihr auch gleich die Paste vor, denn die braucht nämlich auch etwas Gehzeit. Dafür vermischt ihr das lauwarme Wasser mit dem Zucker und der Hefe. Anschließend fügt ihr noch Salz, Öl und das Reismehl portionsweise hinzu. Die Paste sollte am Ende so aussehen, das heißt, sie darf nicht zu flüssig sein, denn sonst haftet sie nicht richtig am Brot. Deckt die Schüssel mit der Paste ab und lasst sie genauso lange gehen wie das Brot. Falls ihr keine Möglichkeit habt, Reismehl fertig zu kaufen, könnt ihr dieses auch selbst herstellen. Im Grunde braucht ihr nur eine Kaffeemühle, die ihr auf fein einstellt. Damit lässt sich der weiße Rundkorn- oder Langkornreis fein mahlen. Dazwischen solltet ihr immer wieder sieben und wieder mahlen, bis das Mehl am Ende schön fein ist. Gekauftes Reismehl ist am Ende immer etwas feiner als das selbst hergestellte, aber es ist trotzdem eine gute Alternative. Nach etwa einer Stunde Gehzeit ist der Teig schön voluminös und kann bearbeitet werden. Er wird jetzt nicht geknetet, sondern einfach gefaltet. Das heißt, ihr faltet ihn einfach von oben und unten, links und rechts so lange, bis eine schöne rechteckige Form entsteht. Bereitet einen feuerfesten Topf vor, den ihr mit Backpapier auslegt. Ich verwende meinen guten alten gusseisernen Topf mit Deckel und ca. 6 Litern Fassungsvermögen. Der ist zwar ziemlich schwer, eignet sich aber auch super für hohe Temperaturen. Die Paste ist auch schon fertig gegangen und jetzt kann das Brot damit bestrichen werden. Ich bestreiche es mit maximal 2 bis 3 Schichten von der Paste, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf diese Weise das schönste Muster gibt. Jetzt folgt eine weitere Besonderheit in diesem Rezept. Ihr gebt einen Deckel auf den Topf und schiebt ihn in den kalten Ofen. Das heißt, der Ofen wird erst vorgeheizt, wenn das Brot schon drin ist. Außerdem solltet ihr den Topf auf untere Schiene geben. Bei mir ist es die erste oder zweite von unten. Am Ende, wenn ihr das Brot ohne Deckel backt, solltet ihr darauf achten, dass ihr es wirklich nie aus den Augen lasst, denn bei 240 Grad wird es sehr schnell ziemlich dunkel. Und das Brot ist fertig. Übrigens, das Muster sieht jedes Mal ein bisschen anders aus, je nachdem wie viel Paste ihr verwendet und wie gründlich ihr das Brot damit einstreicht. Und jetzt folgt der ultimative Knuspertest. Wie ihr seht, die Kruste sieht nicht nur schön aus, sondern sie hat auch eine Funktion, die man gut hören kann. Es ist innen super weich und es duftet schön und ist richtig, richtig lecker. Weil das Brot sehr weich ist, schneide ich es ganz gerne mit der Schneidemaschine in Scheiben und habe anschließend Material für richtig leckere Sandwiches. Für all jene, die dieses Brot lieber ohne Topf backen, weil sie vielleicht einfach keinen richtigen Topf dafür haben oder die es lieber zu Brötchen formen wollen, habe ich jetzt ein paar Tipps. Wenn ihr das Brot ohne Topf backt, dann braucht ihr etwas Gehzeit und zwar ca. 30 Minuten vor dem Backen. Dann wird das Brot bestrichen und in den vorgeheizten Backofen geschoben.
Wenn ihr lieber Brötchen macht, teilt ihr euch den gegangenen Teig auf 6 bis 8 Stücke auf und schleift diese rund. Anschließend lasst ihr sie für etwa 20 bis 25 Minuten ruhen, bestreicht sie mit der Paste und backt sie im vorgeheizten Backofen. Übrigens, seitdem ich das Brotbacken im Topf für mich entdeckt habe, verwende ich fast nur noch diese Methode. Und zwar deswegen, weil das Brot innen wunderbar saftig bleibt und außen sehr, sehr knusprig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und hoffe, das Brot schmeckt euch genauso gut.